Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum nächsten Interview, zur nächsten Konversation. Heute bei mir ein Tierarzt, der Tino Wiederkehr. Hoi Tino. Hoi Dani. Wir kennen dich schon ein bisschen, wir haben schon ein paar Waldspaziergänge gemacht mit deinen, wie viele Windhunden? Ja, sind es 6 Windhunde und ein Australian Shepherd. Genau, und du bist ein grosser Tierfan und bist auch beruflich mit Tieren verbunden. Gibt es da manchmal einen Konflikt, dass du als Tierarzt musst in Stelle schauen gehen und du merkst, den Tieren geht es gar nicht so gut, wie du findest, dass es ihnen gehen sollte? Ja, sicher. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich überhaupt Tierarzt geworden bin. Also da hatte ich noch kein eigenes Tier als Kind. Ich hatte ein Meersäule zuerst. Mit einem Meersäule angefangen. Da habe ich nur gekriegt, weil meine Gotte in Irak hat müssen oder dürfen. Dort mal. Und dann haben sie ein Meersäule und haben das vorgekommen. Und dann habe ich das dürfen, als kleines Kind übernehmen. Dann hatte ich wieder mehr Säule und wieder mehr Säule. Ein Hund hätte immer wollen, nie einen gekriegt. Und dann habe ich während dem Studium, habe ich meinen ersten Hund mir können zutun. Ich bin aber vorher schon seit 14 bis 24 mit fremden Hunden gelaufen. Regelmässig. Alle freien Nachmittage. Du hast gerade vorhin, bevor wir live gegangen sind, eine spannende Bemerkung gemacht, dass Katzen und Hunde auch Nutztiere sind. Der Begriff Nutztier ist eh schwierig, weil Tiere sind ja nicht auf die Welt gekommen, um jemanden zu nützen. Der Mensch tut sich das einfach durch eine Art unterwerfen, damit sie ihm nützen. Aber eigentlich sind das Tiere wie alle anderen Tiere auch, wie der Mensch auch. Aber Nutztiere sind Hunde und Katzen, weil sie unserer Seele gut tun. Oder wie würdest du das beschreiben? Ja, noch weitergehend, also nicht nur der Seele. Zum Beispiel jetzt gerade beim Hund, sagen wir mal beim Windhund, gibt ja auch Leute, die einfach mit dem Windhund zum Beispiel Rennen machen. Dann ist, also der Windhund rennt gern Rennen, das ist klar, das ist seine Passion. Aber der Mensch, der dahinter steckt, macht die Rennen vielleicht nicht nur für den Hund, sondern auch für sich selber. Weil wenn sein Hund gönnt, hat der Besitzer dann auch irgendeine etwas davon. Oder dann ein blinder Hund. Ja gut, das ist wieder ein Arbeitsnutzer. Da sind wir beim Nutztier im Sinne vom Arbeitstier. Also, es gibt ganz viele verschiedene. Wenn ich jetzt nochmal bei dem Nutzen bin, was ist im Sinne von Nutzen, wie ausnutzen. Also da, wo beim Nutztier, beim Grossen, beim Vieh, beim Schwein und so, da kann man ja davon reden, von ausnutzen, wenn wir essen zum Schluss. Oder wir nutzen die Produkte, die es liefert, Milch. Ist nicht symbiotisch. War nicht so ganz. Ein paar Wochen lang schon. Ja, genau. Oder man versucht dann sicher artgerechte Haltung zu bieten. Das ist auch so vorgeschrieben in den Gesetzen. Aber das schafft man natürlich nicht ganz. Also da könnte man jetzt die ganzen verschiedenen Tierarten durchgehen. Und sieht dann bei welchen Tieren, dass das mehr oder eben weniger gelingt. Was würdest du sagen, darf ich ganz kurz ein Klammer aufmachen, wenn ich jetzt Fleisch essen will, bei welchem Tier gelingt das am ehesten in der Schweiz? Ja, bei denen, die möglichst frei leben. Und das sind zum Beispiel Schafe und Geissen. Und dann natürlich bei den Rindern ist es Mutterkuhhaltung. Also Mutterkuhhaltung ist das, was wo die Kuh so gehalten wird, wie es in der Natur würde leben. Einfach dauerschwanger an Milch geben. Dauerstillend. Oder wie geht das? Dass sie immer Milch geben können, werden sie ein Stück weit auch ausgenutzt, oder? Ja, das ist aber zur Produktion für die Milch für uns. Das ist dann das Milchvieh auch für die Leistung gezüchtet. Das sind dann ganz andere Tiere von der Körperkondition her. Mutterkuhhaltung. Mutterkuhhaltung ist die Kuh mit dem Kalb auf der Weide. Ah, jetzt verstehe ich. Dann habe ich völlig falsch verstanden. Ja. Mutterkuhhaltung ist so, wie sie in der Natur leben würden. Und das Fleisch kann man dann auch essen? Denke ich schon mit gutem Gewissen. Also wenn man ein Kalb wächst auf und lebt bei der Mutter, kann sich frei von außen bewegen an der frischen Luft. Mehrheitlich, die haben auch einen Stall meistens und sind auch Teilzeit im Stall. Unsere Weiden geben nicht genug Fläche her, zum Tier rund ums Jahr draußen zu haben. Gehen vielleicht auch nicht von der Witterung her, nicht wie zum Beispiel in Irland, wo sie viel mehr von draußen sein können, weil es viel milder ist. Nicht so Schnee hat im,
Winter, oder bei uns gehen beide auch kaputt im Winter durch den dichten Besatz. Mhm. Braucht man sehr viel mehr Boden. Aber Mutterkuhhaltung ist schon das, wo irgendwo der Natur sich am nächsten kommt. Ja. Ja, jetzt haben die Klammer aufgemacht, waren sie dazu, wir sind sie beim Nutzen. Von den Kleintieren, also von den Haustieren sogenannten. Und dann zum Beispiel für den einen ist auch ein Nutzen, sagen wir, ein Züchter, der mit seinen Tieren an die Ausstellung geht und dann dort gönnt. Ja, macht das für den Hund? Oder hat der Hund wirklich Spass daran an der Ausstellung? Oder ist es einfach der Besitzer, der das Prestige braucht, dass er einen Champion-Titel hätte? Oder wo ist denn da der Nutzen? Ja, sehr, sehr fließend. Es gibt sicher Hunde, die durchaus gerne mit dem Besitzer in dem Ring umrennen. Aber es gibt sicher auch viele andere Hunde, die das total stinkt und langweilig finden und lieber auf der Rennbahn oder eben frei irgendwo im Wald, auf dem Feld umrennen. Mhm. Also, da muss man schon bei jedem einzelnen Tier schlussendlich wieder schauen, was will das Tier wirklich. Und ich persönlich halte mir meine Hunde fürs Tier. Also ich versuche darum dann auch möglichst gerecht zu werden. Ich schaue, was haben sie für Bedürfnisse und versuche die zu decken, natürlich auch mit Ersatzhandlungen. Sie wollen auch jagen. Und das kann ich nicht bieten. Ich habe keine Hasen auf Vorrat, die ich vor die Nase heben und sagen, tschüss, holt euch mal einen. Mhm. Aber ich versuche einen Ersatz, und dass sie sicher viel rennen können. Sie können miteinander rumrennen, auf dem Spaziergang, sind viel frei. Ich versuche es natürlich zu füttern, also mit Frischfutter. Schauen einfach, was haben sie wirklich für auch rumliegen oder so. Also, auch das ist etwas, wo ich meine, ein Tier liegt in der Natur sehr viel, schläft sehr viel in der Natur. Also, nur zum Futter beschaffen eigentlich oder mal einen Platz wechseln oder zwecks Vermehrung bewegt sich ein Tier in der Natur. Wenn jemand einen Hund hat, ich habe noch nie einen gehabt, wie es mir anschießt, den Gagel auflesen. Darum habe ich Katze, die schießt im Nachbargarten. Ja, das ist nett. Was würdest du sagen, was sind die häufigsten Missverständnisse? Zum Beispiel bei Katzen heisst es oft, dass man so menschliche Gefühle in die Katze reinlesen und sagt quasi, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendetwas macht, wenn man lang weg ist, dass sie jetzt eingeschnappt ist und so. Können Katzen eingeschnappt sein? Weil wenn ich nach 2 Wochen Ferien heimkomme, das Rugli das erste, was macht, ist, wenn ich heimkomme, sie will raus. Sie kommt nicht heim sagen. Mhm. Ich würde jetzt aber das nicht als interpretieren als Einschnappen, ich würde es eher interpretieren als eine Art Überforderung, die sie hat, dass jetzt plötzlich ich wieder da bin. Oder würdest du sagen, ist jetzt eingeschnappt? Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Wir tun immer mit unserem menschlichen Gefühl ein Verhalten interpretieren, das die Katze zeigt oder der Hund zeigt, egal wie. Sicher haben sie Gefühle, auf jeden Fall. Früher hat man den Tieren sämtliche Gefühle abgesprochen. Mhm. Heute weiss man, dass die sehr wohl Gefühle haben, und zwar recht intensive. Wie hätte man das jemals können absprechen können? Schau, ich habe einen Hund oder eine Katze in die Augen, ja. Und die Frage ist beantwortet, oder? Ja, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Also. Ja. Bei einem Fisch sieht man es weniger, weil ein Fisch fast keine Mimik machen kann. Eine Katze und ein Hund haben auch nur die Augen zum Mimik machen, weil sie haben ja nicht wie mir Gesichtszüge, wo sie können quasi ein Letsch machen oder lachen. Aber und trotzdem schon allein mit den Augen können sie so viel ausdrücken, dass man das außer Frage ist. Das ist also wirklich eine Art von Ignoranz, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, oder? Es sind ja nicht nur die Augen. Also wir sind uns gewöhnt natürlich, dass wir das Gesicht vor allem interpretieren von einem Menschen. Mhm. Aber beim Tier, wo es von vorderst bis hinterst, oder? Das fängt eben bei den Augen an, vielleicht Gesichtsmimiken, gewisse haben sie auch, aber zum Beispiel gewisse Muskeln, die der Mensch hat, haben die wirklich nicht, wo können gewisse Sachen in der Gesichtsmimik präsentieren. Und dann geht es aber weiter über die Ohren, die Ohrenstellung, die ganze Körperhaltung und bis hinter zum Schwanz. Oder auch die Haare sogar, Haar stellen oder Haar flach legen und so. Oder den ganzen Körper tiefer legen oder stricken oder... Ja, also der ganze Körper sagt ja extrem viel aus. Und das ist auch etwas, was sehr viele Leute ja auch nicht lesen können. Leute, die Tiere haben. Mhm. Also Tierbesitzer können leider ihre Tiere ja oft auch überhaupt nicht lesen. Was denkst du, was sind die häufigsten Missverständnisse bei einem Hundehalter? Oder was überseht er? Oder was ich glaube, das jeder, ist nicht so wie beim Singen. Jeder unter der Dusche meint, jeder kann singen. Und jeder,
Jeder Hund hat das Gefühl, er verstechen. Aber in Wahrheit ist es nicht so. Ja, das ist tatsächlich so. Was so landläufig ein Irrtum ist, wo ein Haufen wissen, wo ein Haufen nicht wissen oder die Hunde halt auch sollten wissen, ist, ein Hund, der schwänzelt, hat nicht per se Freude. Sondern? Er ist erregt. Aufgeregt? Erregt. Und was auch immer die Erregung, oder? Das ist ein ganzes Spektrum. Das kann Freude sein, das kann aber auch Überforderung sein, das kann alles Mögliche. Also wenn es sehr laut die Musik ist, dann nimmst du einen Hund in eine Disco rein oder in eine Unterführung, wo die Trichler trichelt, dann ist ein Hund keiner Demo, dann schwänzt er auch um, aber hat nicht unbedingt Freude. Wenn er richtig Angst hat, dann wird er ja den Schwanz einziehen. Mhm. Das ist ja dann auch wieder das andere. Also Schwanz einziehen ist ein deutliches Zeichen von zum Angst Sinn. Oder von Unterwerfung zum Beispiel. Zum Genitalien schützen. Ja. Im übertragenen Sinn. Mhm. Ja, sicher auch. Ja, darum sagt man den Schwanz einziehen. Mhm. Ja. Und ja, kommt andere Sachen spontan in den Sinn, was gern falsch interpretiert wird? Spontan. Es ist natürlich schwierig, es ist eine ganz generelle Frage, aber ich würde mehr sagen, würdest du sagen, dass der durchschnittliche Hundebesitzer genug Wissen hat, dass es seinem Hund so gut geht, wenn er es glaubt, dass es ihm geht? Nein, genau nicht. Also, ich denke, ein Haufen Hundebesitzer. Also ich denke, jeder Hundebesitzer denkt, seinem Hund geht es gut. Das ist auch meine Frage, das ist auch meine Unterstellung. Also genau, ja. Und das ist sicher ein Fehler. Sicher geht es nicht jedem Hund gut. Und jetzt sind wir dann eben wieder. Sie sind halt sehr dankbar, sie freuen sich, sie schwänzen und. Ja, was auch immer, genau. Aber vielleicht war sehr einsam voran und die Stunde hat man dann nicht. Zum Beispiel, ja genau, oder? Dann ist er lange alleine und dann freut er sich, wenn jemand heimkommt. Ja, aber was war denn 3 Stunden, wo er alleine war? Genau, dann meinten wir also, quasi einen schönen Tag gehabt. Wir fangen den schönen Tag erst an. Genau. Und da kommt man dann wieder in die Medizin, oder? Also wir haben viele kranke Tiere durch falsche Haltung. Und nicht falsche Haltung, wie soll ich sagen, falsch spazieren oder falsche Halsband, sondern das Zwischenmenschliche oder der Umgang mit dem Hund, ihn nicht verstehen oder so Sachen. Also das sind dann wirklich, da hat der Hund auch Stress. Oder wenn man am Hund, der Hund lebt in einer Hierarchie, in seinem Rudel, in der Natur. Und ein Alpha, man redet also vom Alpha-Tier, vielleicht auch veraltet, was auch immer, ist egal. Aber irgendein Tier tut einfach so das Rudel ein bisschen anführen. Und jüngere Tiere versuchen immer, die Position zu, nicht immer, aber gewisse Tiere versuchen, die Position zu erreichen und den Alpha wegzudrängen. Und gewisse Rassen machen das mehr, gewisse Rassen weniger, wenn wir jetzt beim Hund sind. Zum Beispiel Terrier haben eher Tendenz, immer wollen der Chef zu sein. Und wenn man einen Terrier hat, ist man eigentlich fast das Leben lang mit dem Terrier am Kämpfen, Streiten, wer ist Chef in der Familie, ich oder der Hund. Und ich jetzt zum Beispiel mit meinen Windhunden habe das Problem eigentlich nicht. Die Windhunde sind glücklich in ihrem Rudel. Hat vielleicht schon einer, der ein bisschen der Chef ist oder der Chef raushängt. Auch viel subtiler meistens. Aber er muss die Position nicht erkämpfen. Es ist ihm nicht so wichtig. Er lebt im Rudel und ist zufrieden. Und darum muss ich dem auch nicht immer wieder sagen, hey, ich bin der Chef und ich sage, wo es lang geht. Aber am Terrier muss ich das ein bisschen. Also am Terrier muss ich immer wieder sagen, mach, was ich sage. Und wenn man einen Hund, egal welche Rasse, die Kompetenz überlässt, dass er eigentlich so ein bisschen der Chef der Familie ist, kann er eben überfordert sein. Mhm. Weil er kann ja gar nicht wirklich das Menschenrudel führen. Da müssen wir ja sagen, dann kocht du zum Mittag oder macht den Kühlschrank auf oder macht Hausarbeit oder so. Er kann ja gar nicht die Familie führen. Er muss ja eigentlich in der Hierarchie unten bleiben. Ich habe mich schon unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, dass eine Katze, die nicht raus kann, aus meiner Sicht per Definition schon nicht mehr kann, ein artgerechtes Leben führen. Egal, wie viel Spielzeug man aufbaut und wie viel Zimmer das man hat. Würdest du dem zustimmen? Ja, das ist unterschiedlich. Auch wieder, was man bietet. Und was dort auch noch recht mitspielt, auch wieder, ist die Rasse. Es gibt einfach Rassen, denen kannst du sogar die Haustür aufmachen und sie gehen nicht einmal mehr raus. Aha, irgendwo wird die sind so gezüchtet worden, dass ja. Am Mensch gefallen, oder? Ja, genau. Also, oder wo nicht mehr so die Urbedürfnisse haben, Gemüse jagen oder verrissen sein. Oder,
Ja. Dann war meine Behauptung zu pauschal gewesen. Vielleicht zu pauschal, ja. Aber gilt sicher für viele Tiere, ja. Also viele Katzen. Katze vom Bauernhof, die plötzlich reinnehmen und nicht mehr rauslassen, das wäre Tierquälerei, oder? Könnte sein, ja. Nicht unbedingt. Kommt dann darauf an, wie die Katze sich dann fühlt drinnen. Auch die Katze kann zufrieden sein drin. Das ist immer das Individuum. Am einen Individuum gefällt das Leben oder am anderen nicht. Aber es entspricht nicht unbedingt der Natur. Eine Katze kann man gut allein halten, auch wenn man selber weg ist. Katzen sind natürlich eigentlich Einzeltiere. Sie sind nicht ein Rudeltier. Und von dem her, im Tierschutzgesetz steht zwar, wenn Katzen im Haus gehalten werden, meinte ich ja, die müssen das Zweite, also müssen einen Kollegen haben. Ein Katzenkollege. Von außen können sie fremde Katzen treffen. Mit denen prügelt sich dann aber auch meistens umeinander. Also, ja, Katzen haben halt ihre Revier, wo sie verteidigen. Und darum macht man den Katzen vielleicht nicht immer einen Gefallen, wenn es mehrere sind. Sie können sich arrangieren, können gute Freunde sogar sein. Aber es liegt auch nicht zwingend in der Natur von der Katze, wie beim Hund. Der Hund ist mehr ein Rudeltier, also ein sehr soziales Rudeltier sogar. Und Katzen sind eher Einzelgänger und da müssen wir im Haus innen muss es dann wirklich stimmen, dass zwei Katzen sich vertragen. Wenn sie raus können, dann können sie auch flüchten, dann können sie auch ausweichen, oder? Dann ist es einfacher, weil sie können aus dem Dann ist es wahrscheinlich gehen. Einfacher, ja. Wenn, dann das so ist ein Klischee, dass es Hundemenschen und Katzenmenschen gibt. Kannst du das bestätigen? Ja, denke ich schon auch, ja. Würdest du sagen, das ist ein Charakter vom Menschen ein Unterschied? Vermutlich, ja. Würdest du so weit gehen? Ja. Was würdest du sagen, Katzenmenschen sind, ich würde mir unterstellen, mehr Individualisten und Hundemenschen, denen gefällt die Hierarchie? Ist ein bisschen meine Beobachtung, aber... Wahrscheinlich wird es auch ein Individualist sein und nicht ein hierarchisch freundlicher Mensch. Du bist trotzdem völlig Hunde verbunden. Ja, man sagt dann eben wieder, also bei dieser Rasse bin ich jetzt gelandet schlussendlich, bei den Windhunden und dass halt Katzenmenschen auch ein bisschen windhundaffin sind. Das ist wirklich lustig, weil schon ich klein war, habe ich die Afghanen gesehen und das sind auch Windhunde. Und ich hatte wirklich Begeisterung für die Extravaganz, die die ausgestrahlt haben. Oder? Und die Windhunde sind halt Freigeister eher. Die haben auch nicht so den sogenannten Will to Please. Das ist da, wo sagen wir jetzt einen Border Collie ausgeprägt hat oder einen Schäferhund. Allgemein, also ein Border Collie ist auch ein Schäferhund. Ein Hütehund, wo seinem Meister wird gefallen, wird gut zu tun, und darum dann eigentlich folgt. Und das ist sicher eine andere Hundebesitzerschaft, wo solche Hunde hat als die, wo sagen wir einen Windhund haben, wo der Windhund, der denkt eben oft, ich hol mir zuerst das Reh und komme dann wieder zu meinem Besitzer zurück. Also nicht, dass wir jetzt das würden tolerieren oder so und auch nicht sicher nicht machen, aber das ist so der Gedanke vom Windhund. Kann man so weit gehen, und sagen, dass der Begriff Hundekenner eigentlich schon mal drum falsch ist, weil die Unterschiede von einem Schosshund zu einem Bullterrier so enorm sind, dass es kann sein, dass jemand wirklich sich super auskennt mit der einen Hunderasse, aber für den anderen keine Ahnung hat. Ja, oder? Sicher. Ja. Oder gibt es auch viele Gemeinsamkeiten? Die Hunderassen haben sich so extrem auseinander entwickelt, dass man da sicher auch davon ausgeht, dass auch der Hund die Besitzer von der jeweiligen Rasse mit vielen Rassen nicht gescheit weiss und nicht kann anfangen. Da kann man sagen, dass gewisse Hunde schon näher an der Katze sind. Zum Beispiel, ja, genau. Von anderen Hunden. Ja, genau. Und das ist ja auch, es gibt da einen Buchautor, einen Tier, wie sagt man? Kommen Sie nachher. Achim Gruber heißt er, glaube ich. Der hat ein Buch geschrieben über. Sagen wir es. Er tut. Das ist gemein, wenn das Wort nicht in den Sinn kommt. Aber er ist ein Hundekenner, oder was? Ja, kommt mir noch in den Sinn. Ein Pathologe, so jetzt habe ich es. Ein Hundepathologe, also ein Tierpathologischer. Das heißt, du tot die Tiere untersuchen. Genau. Und da hat er ein Buch darüber geschrieben, was bei ihm schlussendlich auf dem Tisch landet und eben, wo er die Ursachen sieht von gewissen Todesfällen. Und jetzt habe ich noch eine Abhandlung von ihm gelesen und da schreibt er unter anderem auch, das habe ich auch früher schon gehört, Rasse ist ja nicht etwas Naturgegebenes. Rasse ist immer etwas vom Mensch gemacht.
Rassen gibt es nicht in der Natur. Das ist ja immer innerartlich. In der Natur gibt es 12 und alles andere davon sind Rassen sind von Mensch. Andere, sind, genau. Und alles andere. Es gibt auch Hunde. Es gibt ja Wildhunde. Ah. Es gibt Wildhunde. Das sind Hunde. Und man weiß heute auch nicht so ganz genau, meiner Meinung nach, also bin jetzt nicht ganz, ganz sicher auf dem neuesten Stand, dass unsere Haushunde nicht unbedingt zwingend wirklich vom Wolf abstammen. Mhm. Sondern eventuell auch vom Wildhund, beziehungsweise der Wildhund eventuell auch domestizierte Formen hat und der Wolf auch domestizierte Formen hat. Ist der und Wolf zwei nicht eine Hundeart? Arten. Ja, gehört zu den Kaniden. Aber ja. Der Wildhund und der Wolf sind so wenig miteinander verwandt wie der Haushund und der genetisch. Wolf. Genetisch, ja. Aber vom Verhalten her obwohl's, schon. Obwohl es über 99% wohl miteinander verwandt sind. Mhm. Also das ist immer noch viel, oder? Aber trotzdem, und man kann sie auch kreuzen. Also da ist man schon noch irgendwo innerhalb von der gleichen Art. Oder ich, weiss, ich bin da nicht ganz genau auf dem Neustand von der Biologie. Ja. Aber eben die Rassen auf jeden Fall, und zwar die Reinzucht von der Rasse, das ist etwas Menschengemachtes. Oder? Und das ist etwas, wo dann eben auch zu den grossen Problematiken führt, schlussendlich. Überzüchtungen, wo die Hunde sich nachher gar nicht mehr wohlfühlen können, weil sie immer Haare im Gesicht haben oder weil sie zu dick oder zu klein und zerbrechlich sind. Die kleinen Hunde, die immer zittern, das findet man ja wie herzig, aber ist wahrscheinlich ein Zeichen von einem schwachen Immunsystem. Oder was ist da? Nein, ich glaube nicht. Unterkühlt? Ja, ich weiß nicht, warum die zittern. Vielleicht hat mit dem Verhalten wahrscheinlich mehr zu, also Ängstlichkeit. Weil es muss nicht jeder kleine Hund zittern. Ich glaube, kleine Hunde, die gut sozialisiert sind und bodenständig, sage ich mal, ich glaube nicht, dass die mehr zittern als also ein Hund, der zittert, das ist ein Alarmsignal, was ist das so wert? Ängstlichkeit. Man kennt das schon, vor allem von diesen kleinen Handtäschchenhunden natürlich, aber da muss man dann schauen, wo kommen sie her. Wie sind sie aufgewachsen, wie sind sie gezüchtet worden, was haben sie kennengelernt als Welpen? Können Handtäschchenhunde überhaupt ein gesundes Leben führen? Ist das noch möglich? Also wenn sie wirklich im Handtäschchen leben, dann nein. Ich meine, die super kleinen, die 400 Gramm Hunde, wenn sie ausgewachsen sind. ich glaube, vielleicht 800 Gramm, ich weiß nicht genau. Ich weiß, mein Checker hat jemand gesagt, er wollte mir einen Hund einchecken. Dann habe ich gesagt, sorry, in dieser Kabinenklasse hat schon einen Hund. Dann sagt sie, ja, mir hat nur 400 Gramm. Was ist da für ein Hund? Du hast gesagt, ist das ein Hund oder eine Meersäule? Was ist da für ein Hund? Genau. Ja, das ist die kleinen Hündchen, das ist eine ganz spezielle Welt, wird auch immer noch extremer gezüchtet, ja. Also noch kleiner, da gibt es auch irgendwie wirklich keine Grenzen nach unten, da wird ja auch nichts vorgeschrieben. Überhaupt bei der Rassenzüchtung, da wird ja nichts vorgeschrieben, was erlaubt ist, was gefällt. Und da kommt man schon in die Bereiche, wo wirklich der Mensch nur noch so als Designer. Da redet man von Qualzucht, oder? Ja, wir reden in vielen Fällen von Qualzucht. Dort, wo dann eben die Tiere schlussendlich wegen ihren Zuchtformen beim Tierarzt landen. Also, sagen wir mal, so kurze Nase, dass sie nicht mehr schnaufen können, dass das Gaumensegel hinten so vorig ist, zu lang ist, dass sie immer flattert und wenn sie schlafen, immer nur schnarchen. Oder das dünne Beindli, die Zunge viel zu lang ist und die Zunge dann eigentlich hindern kann. Mhm. Dünne Beindli, die brechen. Sicher auch das lange Fell, das ewig wachsende, wo dann ohne Schere, so ein Hund kann ja gar nicht überleben in der Natur. Mhm. Es gibt so Projekte, also weltweit eigentlich, ich glaube in Amerika tun sie es ziemlich forcieren. Die haben auch so Seiten auf Facebook, glaube und so, mit Functional Breeding. Also dass halt, dass man Hunde züchtet, die nicht einer Rasse entsprechen oder einem speziellen Exterieur, sondern funktional sind. Gewisse Fähigkeit haben. Ja, genau. So wie man es eigentlich gezüchtet hat, lang vor der sogenannten Rassenzucht. Also bevor die Rassen in Rassen aufgeteilt worden sind und unter eine gewisse Zucht, in gewisse Zuchtreglemente genommen worden sind. Mhm. Was für Funktionen hat man da gezüchtet? Also gibt es ja die Drogenhunde. Das sind auch normale Rassenhunde. Da nimmt man ganz normale Rassen früher oft natürlich den Schäfer, den hat man für alles gebraucht. Der ist auch ein vielseitiger Hund, der Schäferhund.
Heute nimmt man ganz verschiedene Rassen. Ich habe die Sendung hier mit Border Control oder so, wo dann die Hündchen zeigen. So kleine Hündchen, die auf diesen Briefen rumsäckeln. Oder die dann so Auslandpostsendung einfach ausleeren, auseinanderstreifen und lassen den Hund drüber säckeln. Und dann schnüffelt er, ob da irgendwo Drogen drin sind. Und das funktioniert und überhaupt nicht gut wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Und da muss überhaupt nicht ein Schäfer sein. Also das ist egal, welche Rasse. Das ist einfach, wenn man den ausbildet für die Aufgabe, dann kann der das. Es gibt ja Behauptungen, dass Hunde gäbe, die Krebs schmecken und so. Ja, ja. Stimmt das? Ja, das kann man auch so antrainieren. Mhm. Oder wenn jemand am Sterben sei, in so ja. Hospiz oder so. Mhm. Da gäbe Hunde, die merken, ja. Stirbt jemand. Die legen glaub, sich dann, das kann stimmen, meinst du? Ja, das stimmt sicher. Das stimmt. Ich habe jetzt auch noch nie so einen gesehen, aber das stimmt auf jeden Fall. Also ich weiss es sogar auch von Hunden oder auch Katzen, wo sich, da hat ein Tier, eine Katze, glaube ich, in einem Tierheim gelebt. Ja, behaftet mich nicht drauf, kann auch ein Hund sein, ich glaube, eine Katze, die in einem Tierheim gelebt hat, hat ein Tierheim gehört. Was sage ich, ein Tierheim? Ein Altersheim. Und die Katze ist immer bei dem Bewohner aufs Bett gelegen, wo gestorben ist. Also, wo dann, die hat das richtig gemerkt. Am Sterben war. Die hat das gespürt und ist zu dem Mann gelegen. Das ist ja schon super ist herzig. Ja, das ist herzig, dass ich so denke, so weg, oder? So. Genau. Hey, Scheiße. Ja, genau. Wobei, ja, die Leute sind ja wahrscheinlich meistens schon recht, vielleicht schon nicht mehr ganz auf der Welt da gewesen, geistig oder so. Aber ja, das, also Katzen und Hunde spüren das auf jeden Fall. Auch andere Tiere, ich denke, das tut man dann auch absprechen, dass das können, aber sie spüren das auf jeden Fall. Der Mensch kann es vielleicht spüren, aber wir sind vielleicht zu weit entfernt. Abtrainiert, wirklich abtrainiert. So wie Kinder ja noch viel offener über Sachen reden, die sie spüren. Und man hört doch den Spruch oft, sag nicht so ein Seich zu den Kindern. Mhm. Dabei hat es vielleicht wirklich gespürt, oder? Aber das Kind lernt dann, oh, das ist ein Seich, wenn ich so Sachen sage, dann darf ich das nicht mehr. Und dann wird es wie abtrainiert. Mhm. Also, du meinst, das, sind, ja. Das ist so der siebte Sinn. Also, ja. Das Bauchgefühl. Ja, genau. Ja, wenn man sich unwohl fühlt in einer Straße. Zum Beispiel, ja. Manchmal kannst du es wahrnehmen und manchmal kannst du es nicht einmal wahrnehmen. Manchmal ist es einfach da und weißt, kannst nicht den Finger draufheben und weißt gar nicht, was ist. Aber irgendetwas an dem Tag oder in dieser Stunde denkst du, irgendetwas stimmt nicht. Mhm. Ja, das ist. Der Mensch hat sich halt durch Zivilisation viel Vorteile erarbeitet und dann gehen gewisse Sachen gehen dann verloren. Ja. Wie Klauen, haben wir ja nicht mehr richtig, nur noch Fingernägel. Ja. Ich meine, das sind auch mal Klauen. Ja, physisch und psychisch sind wir natürlich einfach entwickelt, so zu den, ja, eigentlich hochentwickelt. Und dort auch einen gewissen Sinn wahrscheinlich weichen irgendwie. Kann das der Grund sein, dass wir so gerne Haustiere haben, weil sie uns ein bisschen zurückbringen? Vielleicht ein bisschen ersetzen. Ursprünglichen. Ja. Mhm. Eben, da sind wir eigentlich wieder dann bei dem Nutztier, oder? Wir brauchen dann das Tier für unser Seelenwohl. Mhm. Und das Tier lebt eigentlich nicht für das. Das Tier lebt für sich selber. Ja, wobei mein Rugel, ich lebe so viel an mir, ja. Dass wir sagen, es ist wirklich Synergie. Sicher, ja. Ich bringe das Futter oder? Und mache Türen auf und sie sagt Danke, indem sie mich voll schnurrt. Ja, genau. Ja, das ist auch schön. Und das ist das Optimum. Und ich glaube aber auch, also das machen ja meine Hunde auch, die liegen da zu mir aufs Sofa und geniessen es richtig. Und ich glaube, wenn du am Tier den Raum lässt und das Tier sein lässt, dann kommt das eben, glaube ich, auch retour. Also dann kommt das Tier auch zu dir, weil es dann dich auch wertschätzt eigentlich. Dass du keine Anspruchshaltung hast, mach das genau. Und selbst, sondern einfach leben lässt. Und wenn du aber am Tier immer etwas aufdrängst, auferleihst, dich selber ihm aufdrängst, Zwangskuscheln und so, dann wird sich das Tier eher von dir entfernen. Also das und bei Hunden muss man halt manchmal etwas aufdrängen, damit es folgt, oder? Ja, den Corso muss man natürlich auch trainieren, ja. Aber auch den kann ich doch irgendwie am Tier noch angenehm gestalten. Wenn ich, wenn ich am Tier beibringe, wenn du folgst oder wenn du da machst, was ich von dir möchte, hast du auch einen Vorteil. Sei das jetzt das Gutzeli als Belohnung, gibt es auch wieder Streit von denen, die sagen, ich arbeite ohne Gutzeli. Oder eben einfach irgend, dann hast du es gut bei mir. Also dann, es ist ein Gewinn für dich. Aber es gibt natürlich auch wieder unterschiedliche Hunderassen, die diesen Gewinn auch nicht so estimieren. Der eine will eben wirklich nur ein Gutzeli und der andere, der ist schon, genießt schon, dass er dann
in einer gewissen Freiheit darf bei dir sein. Mhm. Also, und da muss man auch wieder verschiedene Schaffen, um für da wieder das Tier können lesen, oder? Also schließt sich der Kreis wieder. Wenn Katzen so Auffälligkeiten zeigen, so Haarausfälle oder sie schlecken sich übermäßig und so weiter, das sind also Zeichen von Stress oder von Unwohlsein. Passiert das vor allem bei Wohnungskatzen oder ist das bei Freilaufenden? Ja, wenn es wirklich als Zeichen von Stress ist, ist es wahrscheinlich schon mehr die Wohnungskatze. Was bei der Wohnungskatze dann zusätzlich erschwerend noch dazukommt, ist, dass sie sich eigentlich auch zu wenig bewegt. Katzen schlafen zwar sehr viel. Also eine Katze schläft, ja, was sind das, glaube ich? 16 bis 18 Stunden. Ja, genau. Und dann einen grossen Teil noch von der restlichen Stunde verbringt sie mit sich putzen. Mhm. Und dann noch mit fressen. Und das war's dann, oder? Also für die Wild, also nicht Wildkatze, aber Katze, die voraus kann gehen. Aber wenn sie wach sind, dann sind sie oft aktiv. Ja, ja klar, eben, wenn sie voraus kann, kann sie ja noch mausen. Aber die Wohnungskatze kann schon eventuell noch träger sein, eventuell auch noch ein bisschen verfettet. Und dann kann das vom Haar ausschlecken eben noch zu Problemen führen, dass dann die Haare zu Haarballen führen im Bauch. Und dann kann es zu Darmverschluss kommen oder so, gell? Genau. Ja. Ja. Auch bei überzüchteten Katzen mit langen Haaren? Ja, dort noch mehr natürlich. Wenn sie dann lange Haare abschlucken, die tun sich dann noch mehr verheddern. Kürzere Haare können sich vielleicht weniger als Haarballen manifestieren, wie lange Haare, die dann ja, du, wie so ein Wulchnäuel. Du tust selber auch Hunde züchten, oder? Mhm. Wenn du einen Hund übergeben auf einen schaust, du willst nicht einfach jedem jeden Hund geben. Nein. Auf einen schaust du, wenn du einen Hund abgibst? Ja, eben auf alles. Also, ja. Für mich müssen die Leute, die Welpenkäufer, wirklich viel Zeit haben für den Hund. Der Hund muss ganz integriert sein im Leben. Das muss nicht sein, dass man immer nur daheim ist. Wenn man fortgeht oder einen Job hat, wo man den Hund mitnehmen kann, kann der auch dabei sein. Ich bin relativ kritisch in Bezug auf junge Familien mit kleinen Kindern. Aber da kommt es auch wieder auf die Hunderassen an. Ein Labrador geht immer. Genau, so. Ja, ich sage jetzt mal, so die Retriever sind da sicher verträglicher mit Kleinen. Sie verträgen mehr einfach, oder? Sie sind ja auf eine gewisse Art vielleicht nicht so sensibel wie unsere Windhunde zum Beispiel. Ein Retriever muss auch mehr verträgen, weil er ja für gewisse Sachen gezüchtet ist, wo er ein unsensibel muss sein. Sagen wir also gezüchtet ist er, der Labrador, der Golden, also ich weiß nicht genau, ganz genau von jeder Rasse von diesen Retriever. Die sind für die Entenjagd gezüchtet, im kalten Norden. Die müssen, wenn die Ente geschossen ist, ins Schilf und ins Wasser, ins kalte Wasser gehen, die Ente holen und zurückbringen. Ja. Oder? Und da braucht schon gewisse, und den Schuss und so Verträge und alles, da braucht schon gewisse Unsensibilität, für das zu machen. Ein Windhund würde sagen, geh doch selber ins Kaltwasser. Ein Windhund, den Schuss abgibst, ist schon weg, hast. Oder? Ja. Und so Rasse eignet sich vielleicht durchaus besser für Familien mit kleinen Kindern. Weil kleine Kinder oft, auch wenn die Eltern das teilweise gut machen, dass das Kind an dem Hund, ja, sag jetzt, umschränzt und nicht wissend natürlich, dass ein Hund ein Lebewesen ist, wo man nicht einfach am Fell rupfen oder Ohren rupfen, in die Augen langen und so. Das ist dann an den Eltern, aber wer kann denn sein Kind schon 24/7 überwachen? Aber jetzt meinst du mit Kindern so unter 7 oder so? Ja, wirklich mit kleinen Kindern, oder? Mhm. Wenn die Kinder etwas älter sind, dann kann man das ja alles auch erklären. Und dann kann man gut mit Hunden, das geht gut. Das ist auch schön für Kinder, die mit Hunden aufwachsen können. Ich denke aber, dass Kinder nicht einen Auftrag haben mit den Hunden, also nicht Verantwortung. Sie können Verantwortung lernen, zusammen mit den Eltern, aber sie sollten nicht Verantwortung, also die Eltern sollten nicht kleine Kinder mit dem Hund schicken und spazieren. Mhm. Weil die sind ja völlig überfordert, wenn irgendeine Situation ist auf der Straße, ja, wo ein Hund irgendwie reagiert. Und was soll denn das Kind machen mit dieser Reaktion? Wir kommen noch zu einem schwierigen Thema. Es gibt ja sogenannte Kampfhunde. Das ist extra so genannt, weil ich glaube, das ist ein komischer Begriff. Mhm. Aber es gibt schon Hunde, halt, wo
die können extreme Schäden anrichten, extrem kurzer Zeit, wenn man sie wirklich kontrolliert, oder? Mhm. Und obwohl ich ein Freigeist bin und Freiheiten schön finde, finde ich es jetzt nicht einen grossen Verlust, dass man einfach Hundearten verbietet oder Hunderassen verbietet, die jetzt wirklich einfach extrem gefährlich sind. Weil mir kommt auch so vor, dass die krassen Hunde haben immer die dümmsten Leute. Also die Bodybuilder, also ich mache selber viel Krafttraining und so, auch so Bodybuilder-Typen, die dicke Karre, wo viel Brumm macht und dann so einen dicken Hund mit dickem Halsband, mit Ketten. Also das ist ein völliges Klischee. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass wenn der Hund nicht kann haben, ist es nicht ein grosser Verlust für die Schweiz? Also, wenn das nicht so ist, wie siehst du das Verbot? Ja, nein, das ist auf jeden Fall so. Ich würde das auch durchaus unterstützen. Es gibt genug Hunderassen zur Auswahl. Ich glaube, man müsste nicht zwingend Hunderassen haben, die ein gewisses Gefahrenpotenzial einfach wirklich bergen. Und, wo sich so verbeissen können, dass der Biss ihn löst. Vollständig und verbeissen und nicht loslassen und wirklich das Gegenüber. Ich frage mich auch, ich habe es noch nie verstanden. Was sind die guten Argumente von diesen Hundebesitzern, dass genau dieser Hund wollen? Weil es gibt so viele herzige Hunde, oder? Mhm. Was ist der gute Grund, dass sie einfach einen Wolf wollen? Eben, da haben wir sicher mal die Klientel, die das Klischee bedienen, wo du jetzt gerade gesagt hast. Und das ist in der Szene in Zürich, Niederdörfli oder was, früher noch Niederdörfli, jetzt Langstrasse oder was. Das ist die Szene, wo die Hunde wirklich daheim sind, heute noch. Und dann musst du dich dort fragen, warum der so einen Hund will. Das ist eigentlich klar, oder? Er will nicht als Alternative. Und dann gibt es die anderen Leute, die gar nicht dieser Gruppierung von Menschen angehören und trotzdem so einen Hund haben und sagen, das sind so liebe Hunde und lässige Hunde, mir gefallen die einfach, auch optisch vielleicht oder so. Aber die hat da Freude an einem Dackel wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Nicht? Da weiß ich nicht. Oder an einem Golden Retriever. Vielleicht, oder? Ja. Ja, ich finde, wenn jemand nur so einen Hund will und sonst keinen, dann ist es besser, hat er keinen, oder? Also, weißt du, Motivation, um so ein Tier zu haben, das einfach mal per se eine Waffe ist, oder? Ja. Also, ich weiss, ich mache ja, mich da unbeliebt. Weißt, ich bin da auch nicht, aber ich habe da auch nicht eine fixe Meinung. Ich finde immer, man muss ein bisschen individuell anschauen. Es ist schon so, die sogenannten Kampfhunde sind das Gefahrenpotenzial und gehören ganz sicher schon mal in gewisse Hände eigentlich nicht, wobei weil die halten es wegen dem. Ein Schäferhund ist auch schon ein Kampfhund. Richtig, genau. Eben, darum sage ich, man muss einfach individuell anschauen. Hm. Und dann gibt es die sogenannten Kampfhunde, die in, sage jetzt, normalen Hunden, wenn man das so normalen Hunden von Besitzer, ja, muss man jetzt definieren, sind, wo dann das Leben lang die liebsten Hunde sind. Mhm. Wohl aber auch, also man weiss, die Problematik, dass die Hunde ja so ein Gefahrenpotenzial sind, ist, dass sie eine relativ niedrige Reizschwelle haben. Das sind wahnsinnig fröhliche Hunde in der Regel, sehr lieb, sehr, die lassen sich gerne flattieren und alles, haben gerne Körperkontakt. Wenn aber der richtige Auslöser ist, langen die zu. Und der Auslöser ist eben einfach so, das ist einfach so eine niedrige Reizschwelle. Und das finde ich das Gefährliche bei denen. Und da ist dann noch zehnmal wichtiger, dass du den Hund kannst lesen. Oder? Ja. Da muss man sehen, wenn klopft es. Also da muss man vorher sehen, bevor es klopft. Und da ist mir ein riesen Fehler passiert einmal. Ich habe früher in der Videothek gehabt, da ist ein Kunde reingekommen mit seinem Hund. Und ich habe den Hund als völlig friedlich interpretiert. Für das, weil er geschwänzt hat, keine Ahnung, oder? Und dann bin ich das war die Leine und ich habe kurz mit dem Hund geredet und bin auf die Knie gegangen und der Hund war das Mikrofon wirklich gerade so vor meinem Gesicht gewesen. Und ich habe ihn so angeschaut und gestreichelt und aus dem Nichts raus, für mich, du hast wahrscheinlich etwas gelesen, hat er mir wirklich gerade das Gesicht abbeissen. Er hat wirklich so geschnappt, dass das Klappen von den Zähnen vor deiner Nase. Ja, gerade noch können den Kopf wegziehen. Ja. Und dann hat es geklappt. Und ich habe einfach das Glück, dass man nicht gerade ins Gesicht hineingebissen hat. Und der Besitzer hat nachher gesagt, man sitzt da nicht so gerade gegenüber von einem Hund an. Oder? Und dann muss ich sagen, rechts Arschloch von einem Besitzer. Weil wenn er so wüsste, hätte er mich nicht 10 Sekunden nicht sitzen lassen. Ja.
oder? Und nachher quasi einfach die Schuld an mich delegieren, wo ich sage, mit dem Hund hat etwas auch nicht ganz gestimmt. Weil der, also genau. Aus meiner Sicht hat er, ja. Habe ich ihm keine Ahnung. Gut, ich hätte seitlich hingehen. Ich weiss, dass schon immer Hunde annähern. Aber der hat mich normal angeschaut. Ich habe überhaupt keine Indizien gehabt, den Besitzer nebenzu. Und der war wirklich krass gewesen. Und dann habe ich gemerkt, darum komme ich irgendwie zum Schluss. Wenn man doch schon hunderte oder zumindest dutzende Hunderassen hat, wieso nicht immer einfach die Hunderassen, die nicht gerade können, mit einem Biss ein Kind totbissen, genau. Oder? Ja. Dass wenn der Besitzer versagt oder das Kind einen Fehler macht, dass es gerade tödliche Wirkungen hat. Oder? Genau. Ja, also zwei, drei Punkte. Das erste Mal wegen dem, dass er dich da hat so frontal vor den Hund hergeholt hat, das ist absolut ein Fehler. Weil der erkennt, dass sein Hund, weiß es ganz genau, dass sein Hund so reagiert. Das ist ganz bei deinen Windhunden ist kein Problem? Nein, oder? Überhaupt nicht. Das hätte er gewusst, das hätte er dich nicht machen dürfen machen lassen. Das Zweite ist, er hat recht. Also man geht an einem fremden Hund nicht so vorne her. Jetzt auch bei meinen Windhunden eigentlich nicht, bevor du dich abgesichert hast, darf ich das. Das wäre jetzt tatsächlich dein Fehler. Aber ich finde es auch als Hundebesitzer, ich muss dir das sagen. Es ist mein Fehler, meine Dummheit, aber ich finde, als Hundebesitzer bist du der Verantwortung, genau. Zu verhindern, dass ich die Dummheit entsteht. Ich bin der Verantwortung für meinen Hund. Und ich bin einfach abgegangen und habe gerade gebissen. Ich bin 10 Sekunden vor dem gekündet. Genau. Und wo ich die ganze Situation schon entspannt gefunden habe, ist es passiert. Genau. Nur durch einen Reflex. Ja. Und dann das Zweite ist, tatsächlich sind die Hunde, eben die sogenannten Kampfhunderassen, die kann man relativ schlecht lesen. Die Mimik, weil sie ja so ein deformiertes Gesicht eigentlich haben, kann man die relativ schlecht lesen. Die sind ja extra so gezüchtet, dass sie wie ein Menschengesicht haben, oder? Sie haben eine relativ flache Nase, die Augen nach vorne gestellt. Also der Wolf, ein Hund, hat eigentlich die Augen ein bisschen seitlich, also dass sie mehr Rundumblick haben, wie die meisten Tiere. Der Mensch hat die Augen ganz vorne. Und wenn das so hergezüchtet wird mit der hohen Stirn, das ist uns sympathisch. Vertraut. Vertraut, genau. Und darum geht man her zu so einem Tier. Man fühlt sich angezogen. Und Mimik entspricht dann nicht mehr genau dem, was der Hund eigentlich wirklich sagt. Aber er hat vielleicht schon Signale gezeigt, aber die hast du nicht können deuten. Hat er vielleicht auch nicht deuten, der Besitzer, oder? Und ich glaube, heute würde ich es so machen, dass ich anknünden, 3 Meter weg, seitlich von ihm, und dann einfach den Hund machen lassen, ob er mich entdecken oder nicht. Genau. Da wärst du das Richtige. Im Prinzip geht es immer so, dass lieber das Tier zu dir kommt, als du zum Tier. Das ist immer die bessere Variante. Auch bei Katzen. Und einfach nicht gehen, warten, ob sie kommt. Ja, genau. Wieso geht sie weg? Ja. Und das Dritte ist noch, wenn du sagst, die Rasse müssen wir nicht haben und dann hat man vielleicht eben nicht so Problematik mit Bissereien. Haben wir denn überhaupt noch grosse Probleme? Nicht mehr so, ich glaube mal. Ich glaube, immer noch ganzen Haufen Bissmeldungen. Regelmäßig, also die werden ja statistisch aufgenommen und die werden gemeldet an der Behörde und sobald du irgendwo Verletzungen hast bei Mensch oder Tier, also wir Tierärzte sind auch verpflichtet, Bissereien zu melden. Und es gibt sehr viele Bissereien und die passieren eben einerseits, wenn man das Tier nicht kann lesen und andererseits auch, eben weil Situationen sind und das sind dann meistens gar nicht die sogenannten gefährlichen Kampfhunderassen, sondern durchaus einfach das eigene Haustier, das eben vom eigenen Kind so bedrängt worden ist, dass das Tier keinen anderen Ausweg mehr gefunden hat als Angriff. Ja. Das sind die allerhäufigsten Bissereien. Und eben dann ist es eben doof, wenn es ein Hund ist, der so viel Schatten kann anrichten kann. Genau, und dort ist eben Gefährlichkeit. Das ist dann halt gefährlicher, wenn der Chihuahua das Kind beißt, weil es ihm zu doof ist, dass das Kind ihm an den Haaren rumreisst. Ja, so what? Dann Blutkind blutet am Finger und gut ist. Nicht einmal, oder? Hat vielleicht nicht einmal die Kraft im Kiefer. Verschreckt vielleicht. Aber wenn der Pitbull zulangt, ist es tot. Ja. Ich habe gerade letzte Geschichte gehört von einem Bekannten, der ist mit einem Hund gelaufen, wo man gewusst hat, dass er relativ aggressiv ist. Haben darum an der Leine gehasst, streng. Und dann ist aber ein anderes Hündchen gekommen, der nicht alleine war. Und der ist gerade auf ihn zugerannt. Und er hat dann einfach weggeginkt, weil er gewusst hat, der Hund beißt sonst. Und der ist wirklich ein paar Meter verflogen, 4 Meter. Und dann ist er einfach wieder aufgestanden und wieder frontal genau in die Fresse vom Hund und der hat ihn gerade totgebissen. Nein. Das ist eine spektakuläre Geschichte, die sich in Zürich zugetragen hat. Und die anderen Besitzer von dem anderen Hund waren eben nicht die wirklichen Besitzer, sondern sie waren eher nur mit einem
Hund von einem Freund spazieren gegangen. Das war darum ein ziemliches Drama. Und in dem, das ist glaub, der einzige Ort, wo ein Hund wegging, der eigentlich legitim ist. Wenn er einfach zu dumm ist, nicht jemandem gerade ins Gebiss hineinzuhängen. Aber das ist, könnten die Hunde das Gesicht auch nicht lesen? Wieso machen die so etwas? Ja, das ist tatsächlich so. Wegen der Züchtung von Rassen, wo Gesichter nicht mehr natürlich sind, können gewisse Hunde ihre Artgenossen nicht mehr lesen. Also gibt verschiedene Gründe dazu. Erstens, wenn eine Hunderasse so aufwächst in seinem Umfeld, dann erkennt so vor allem seine eigene Rasse. Also die Mutter sieht so aus, die Geschwister sehen so aus, kennt also seine eigene Rasse. Dann kommt es nachher in die grosse, weite Welt und kann dann vielleicht nicht alle Rassen lesen, sondern nur die gut lesen, die ähnlich aussehen wie sie selber. Also Hunde sind teilweise untereinander auch Rassisten. Wenn ich mit meinen Windhunden anderen Windhunden begegne, dann drehe ich fast im Roten und ja, juhu, Windhund, Säckle machen. Wenn ich aber mit meinen Hunden irgendeinem Boxer oder so begegne, dann denken die, also sie sehen, das ist eine andere Rasse und wissen vielleicht nicht, was mit dem anfangen. Wir haben früher noch Ferienhunde. Hätte ich Selbstwahrnehmung, ich bin ein Windhund? Nein, nicht das, aber sie kennen doch ihr Umfeld. Ihre Kollegen sehen alle gleich aus. So, genau. Und sie kennen nur das, was sie selber sind, wissen sie nicht. Aber sie, so aber, wie eine Ente, die auf einer Katze zusammen wohnt, dann plötzlich eine Katze haben, das verhält einen Tag lang. Zum Beispiel, oder? Ja, Katze denkt immer, sie sei eine Ente, oder? Imitiert einfach das von den anderen und genau. sie interpretiert sich auch als zugehörig von den anderen. Genau. Und dann kommt etwas völlig Neues und dann erkennen sie es einfach nicht. Es ist neu, es ist unbekannt. Und wir haben früher noch Ferienhunde noch genommen. Also ja, wir haben so ein kleines Ferienheim gehabt. Und dann haben wir müssen gewisse Rassen wirklich separat halten. Also wir haben dann lustigerweise eine Boxerzüchterin hat uns empfohlen. Und dort haben wir relativ viele Boxer in der Ferien gehabt. Und die Boxer haben wir fast nur mit Retriever, also unter Boxer zusammen haben oder noch mit Retriever. Die haben das vertreibt, das absolut Wilde und dann der Boxer, oder so, das, die Geräusche, die machen, das haben die Retriever gut vertreibt. Aber mit anderen Hunden, also die haben teilweise Panik geschoben. Die haben mit diesen Hunden nicht mehr anfangen. Das gemeint, jetzt haben zwei Zähnfletschen und... Ja, und dann haben wir zwei verschiedene Räume gehabt und haben dann einfach dann einmal die Hunde Auslauf gehabt und dann haben wir da zugemacht und haben die anderen können raus. Die haben wir nicht zusammengelassen. Also, das wäre vielleicht schon gegangen, weil Boxer sind jetzt auch nicht böse Tiere, aber die anderen wären einfach überfordert gewesen. Und wenn sie überfordert sind, dann kommt es eben auch zu Konflikten. Oder? Also das ist ein ganz filigranes Netz von Kommunikation und innerhalb von einem Rudel und eben auch gegenüber anderen Tieren. Ja. Okay. Und Hunde und Katze, die kann man problemlos zusammenhalten, wenn beide jung sind am Anfang, oder? Auch sonst. Also, wenn wir zum Beispiel, viele von unseren Hundekäufern haben schon Katzen daheim. Eben, der Katzenhalter will noch einen Windhund dazu. Das ist also nicht selten. Die haben Katzen. Und dann fragen sie, sind denn die Welpen schon gewöhnt mit Katzen? Jetzt, wir hatten früher auch Katzen, gehabt, aber jetzt haben wir keine mehr. Jetzt die aktuellen Welpen wachsen eigentlich nicht mehr mit Katzen auf. Und die Leute nehmen die Welpen mit heim und das ist eigentlich kein Problem. Manchmal hat die Katze nicht so Freude am Welpen, manchmal verschreckt der Welpen zuerst mal ab der Katze. Kommt darauf an, ob die Katze den Hund schon kennt oder nicht. Und ich kriege dann ziemlich schnell meistens Fotos zugeschickt, wo Katze und Hund zusammen im Körbchen liegen. Also sie befreunden sich wirklich sehr schnell wenn in der Regel Katze miteinander. Wenn Katze älter und, oder wenn der Hund vor allem jung ist, das ist wahrscheinlich wichtig, das ist eine Variante. Aufbaut, oder? Denn die andere Variante, wenn du einen relativ gut sozialverträglichen Hund hast und du nimmst eine Büsi dazu, dann hat eigentlich... Versteht er denn, das gehört jetzt zum Haushalt? Genau, genau. Und dann sagt man dem Hund, lass sie sein oder darf sie mal beschnuppern, aber lass sie in Ruhe. Das ist nicht deine Beute. Das ist... Es ist ein Mitbewohner. Da geht es auch wieder darum, dass man halt den Hund am Hund eine klare Grenze setzt. Oh, und sagt, gut, ist schwierig, wenn es ein Kampfhund ist, der macht einmal einen Fehler. Und ja, die Katze sicher, ist weg, der macht einmal Schnapp, aber der Kampfhund hat vielleicht noch weniger Interesse an der Katze, wie vielleicht ein Yorkshire Terrier. Je nachdem. Ja. Also, da ist jetzt auch nicht gesagt, dass der Kampfhund schlimmer ist mit Katzen als irgendein kleiner Zwerghund. Aber beim Terrier gibt es einfach nur eine Chance. Das ist das Problem bei den Hunden, die so zulangen, dass es eben so gefährlich ist.
Das ist Problematik, oder? Nicht, dass die Hunde bösartiger wären oder... Wieso ja. sind wir Menschen so fasziniert, wenn Tiere von verschiedenen... Wenn verschiedene Tierarten miteinander gut auskommen, das ist mal überlegt. Ja, die ganzen Filme da auf ja, es gibt ja so YouTube-Filme, die ja. quasi auch glaub, zum Teil werden, exotisch Tier, Tier andere Tiere aus dem Wasser retten ja. und so. Also wirklich ja. retten tun sie. Mhm. Wieso gefällt uns das so, dass man, weil man das Ideal hat von einer ja. sozialen Welt? Oder? Ja, ich denke schon. Ja. Und eben halt wieder die Bestätigung, dass Tiere wohl auch Gefühle haben. Mhm. Oder? Das ist ja dann für den Mensch, der selber... auch denkt er, das Gefühl, die meisten haben es, sich vielleicht irgendwo wiederfindet oder eben dann auch schön findet, dass die das auch haben. Mhm. Ja, ich drei Katzen. Also, ich hatte früher schon drei Katzen gehabt. Und dann mal eine Schritt neu dazugekommen und haben zwei miteinander gestritten. Und dann ist die dritte Katze voll reingerannt. Mhm. So wie zum den Konflikt zum lösen. Ist das eingebildet oder hat es einfach mitstreiten oder hat es einfach den Frieden schlichten? Da weiß man nicht. Was? Ja, also wüsste man vielleicht schon, muss man die Situation sehen und analysieren, würde man es wahrscheinlich herausfinden, was genau war. Ja. Auch wieder an der ganzen Körpersprache, von dem Büsi, der dazwischen ist, könnte man vielleicht schon herausfinden, was da genau der Grund war. Ja. Ich habe drei Katzen und manchmal ist die eine, das Rugli, die ist einfach sehr, sehr sozial und die wird näher zu den Männchen auch und die Männchen wollen das nicht immer. Und die eine faucht den Namen und das wird dann auch schon bei Leuten, die mir die Heike sind, dann interpretiert als total feindselig, aber ist ja eigentlich nicht sehr feindselig, das heisst einfach halt Abstand. Das oder? Ist doch, das ist doch nächste, fair. Genau, besser als Tatzen genau. oder Tatzen mit Krallen. Der Fauchen ist dann die das ist die Warnung. Die kleinste Form von der Ablehnung. Es ist also, einfach eine Warnung. Ja. Und ich finde das fair. Und auch bei einem Hund, der knurrt, ist doch fair, wenn er sagt, hey, jetzt, und jetzt ist aber gut, fertig. Mhm. Und das, auch, das gehört auch zum Lesen das dazu. Das ist eine Art soziales Verhalten oder ein asoziales Verhalten, ja, dass ja, du das die Chance bekommst, dein Verhalten und, zu ändern. Ja, und das wäre jetzt auch da, wo bei dem Vorfall, wo du sagst, wo dir passiert ist mit dem Kampfhund, der hätte zuerst mal sich knurren oder? Bevor er zulangt. Genau, ja. Das ja. wäre fair gewesen, hättest du gewusst, oh, okay, jetzt muss ich glaube oder? Ich habe mich falsch also, Sicherheit gewirkt, weil er mit der Besitzerin kommt, relativ gelassen war. Und der Hund fast gelacht hat, oder? Ja, also, genau. Ja, ich habe mehr. Ja. Ich glaube, wenn jetzt auf den Hund alleine kommen wäre, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, gerade bei den anderen Knündeln und ihn streicheln. Dann, ich habe wirklich mich darauf verlassen, dass der Hundebesitzer das würde sagen, wenn es jetzt so ja. ist. Oder? In dem Moment, wenn ich auf richtig Knie gegangen hätte, dann würde ich sagen, ah, oder den Hund pass schon auf. Zurücknehmen. Ja. Oder? Da wäre wie ein Reflex jetzt bei mir, wenn ich ja. wüsste, ein Hund ist ja. so. Und dann noch die Idee, dann am Fastopfer noch Schuld zu geben, habe ich noch relativ mutig gefunden. Also, ja, genau. Ich finde, ja. das ist schon ein interessantes Problem, dass es etwas zulässt. Ja. Das ist frech, aber das erlebt man viel. Wir haben eine Kollegin von uns, die hat so einen Windhund wie mir. Und die sind gelaufen, irgendwo ja, Winterthur-Gegend, glaube ich. Und dann ist auch so ein Kampfhund dahergekommen und ist auf den Windhund los. Also auch ohne, der hat sich, glaube sogar losgerissen, wenn ich nicht noch richtig informiert bin, von der Leine sogar losgerissen. Oder ist er freigekommen, was auch nicht. Herren hat der Hund wirklich total verhudelt, der Windhund. Und die haben den Hund genommen und sind gegangen. Ohne, also die wüssten jetzt nicht, was es war. Und der Besitzer von dem Hund, der hat sicher genau gewusst, dass sein Hund so ist. Und das war sicher nicht das erste Mal, wo er so zugelangt hat. Und ja, das ist. Das ist eigentlich so das Gefährliche, oder? Dass die Besitzer genau wissen oder ihren Hund sehr wohl einschätzen können, wie auch der Besitzer das auch gewusst hat, der zu dir in den Laden gekommen ist. Und dich definitiv nicht genug früh gewarnt hat. Und das gehört sich einfach nicht. Also so etwas. Eben darum, ich verstehe den Ruf nach Verbot von dieser Rasse. Von diesen Rassen. Ich habe gesagt, wenn es mal den Menschen nicht mehr gibt, dann wird die ganze Tierwelt wird Freude haben, mit Ausnahme von ein paar Haustieren. Aber eben auch nicht alle Haustiere. Oder ein paar Haustiere haben sicher extrem gut in der Symbiose mit uns. Aber es ist halt nicht automatisch. Da wären wir wieder so. Bei den Functional Breeding, wo wahrscheinlich eben dieselben überleben, die in der Natur noch eine Funktion hat. Ja, funktioniert. Ach so, das ist mit Functional gemeint. Ja. Nicht eine Spezialisierung nein, auf etwas. Ja, kann man auch. Man kann zum Beispiel sagen, Functional Breeding für eine Arbeit für, oder für einen Sport. Aber also, dann müssen sie auch besonders gesund sein, wenn sie einen Sport treiben. Oder? Dann muss man wirklich gesund sein. Kann aber auch sie funktionieren im Sinne von können natürlich leben.
Ich denke, also, eine Katze müsse 12 Mäuse essen pro Tag, damit sie satt ist. Mhm. Das ist ein richtiger Mausvertilger eigentlich. Mhm, ja. Aber ich glaube, eine Katze, vorausgesetzt die Umgebung gibt es her, die könnte wahrscheinlich auch ausgesetzt noch recht lange überleben. Oder würdest du sagen, viele Hauskatzen? Die können auf jeden Fall überleben. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ohne Probleme. Also Katzen noch besser als ein Hund. Ja. Also die Hunde sind viel mehr domestiziert als Katzen, ja, oder? Weil Hunde müssen wahrscheinlich 50 Mäuse essen pro Tag, oder? Ja, 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 Mäuse und dann vielleicht eben auch grössere Tiere, dann Eichhörnli, Wiseli, mhm, wo ein bisschen mehr dran ist, ein bisschen mehr Fleisch im Knochen. Kommen oder, die Eichhörnli an? Das ist aber schwierig, he? Ja, ja, klar. Ach schon? Ja, ja, schon. Mal. Eichhörnli sind manchmal nicht schnell oder schlau genug, zum abzischen, ja. Ja, die kommen schon dran. Oder dann eben größere Tiere. Wenn ein größerer Hund hast, dann schneller. Dann kann sich schon mal ein Reh oder ein, ja, holen. Ja, und dann, jetzt dann hat er eine Weile zu essen dran, oder? Hast du aber auf der Serie gehört auf Netflix, wo Alone heisst? Von dir, ja. Aber, ja, da werden die Leute aussetzt. 10 Leute, die bereits so ein bisschen Erfahrung haben, das Training nicht kommen. Ich habe es dann mal gegoogelt. Und dann aber nicht, nach 2-3 Monaten ist bei allen Feierabend. Okay. Also ich weiß nicht, die, ich gesehen habe, die haben so im Sportsommer ausgesetzt. Und die können 10 Sachen mitnehmen, Angelschnur, weiss ich nicht was. Und die stellen sich wirklich nicht dumm an. Ja. Also die können Sachen lesen, die können Kräutchen erkennen. Mhm. Und ich könnte nichts von dem. Also ich würde, eben, wenn ich mit Schnorren könnte mein Geld verdienen, schon vor 200 Jahren wäre ich verhungert. Für den Bauch kannst du mir auch nicht brauchen. Sicher nicht für die Kathedrale, die Höhenangst. Aber ist erstaunlich, wie schlecht ein Mensch eigentlich, also wenn ich jetzt jemanden da in den Wald aussetze, wenn er nicht kann, zum nächsten Bauernhof gehen kann, irgendwelche Kühe schlachten, sondern wirklich müsste sich aufs Wildleben konzentrieren. Ohne etwas, ohne ein Werkzeug, wir würden wahrscheinlich fast alle verhungern, oder? Ja, der Großteil der Menschen sicher. Du ja, auch? Das. Ich würde es gerne probieren, aber... Wir könnten Stricker-TV alone machen. Alone machen. Tino alone in the woods. mich würde es sehr reizen. Zumal ich sowieso gerne in der Abgeschiedenheit leben würde. Aber ich habe schon auch meine Zweifel, ob ich es schaffen würde. Die Natur bietet viel Essbares, aber ich weiss auch, dass ich durchaus relativ gerne viel esse. Also die Leute. Ich weiß nicht, ob ich satt würde. Ich tue jetzt kurz spoilern, 5 Sekunden Tore zu heben. Der gewinnt, hat einfach etwa 6 Wochen nichts gegessen. Ja. Oder 8 Wochen. Ja. Oder? Und das ist unglaublich. Also, ja, das glaube ich. Also irgendwann, oder sehr wenig nur noch, oder? Also kommt auch darauf an, in welcher Jahreszeit, ja, oder wo ist man, was hat man die an Angebot? 20, 25 Kilo anfressen, damit sie nachher können diäten dort. Ja. Und der eine frisst einen Blutegel, weil er so Hunger hat. Teufel. Ja, okay. Ja, würde ich wahrscheinlich dann schlussendlich auch, aber es würde mir recht grausen. Ja. Ja. Ja, ich glaube, ich würde vorne heimgehen. Also eben, man kann ja aufgeben vorher, oder? Leute, die nach 5 Tagen aufhören. Ich denke, ich wäre einer von denen. Ja, wirklich, 5 Tage Hunger. Wir wären fertig. Das sind, ja. Und das Interessante war, die Leute, die nicht mehr mögen, die haben zum Teil nicht mehr mögen, die haben so genug zu essen gehabt. Mhm. Und wirklich keinen Fischfang. Ja. Aber einfach die Einsamkeit ist dann gekommen. Ah, okay. Schon nach 30, ja, 35 Tagen, ja, wo einfach nichts ist, außer die Kameras, die sie selber aufstellen müssen. Ich kann nur mit sich selber reden. Ah, da ist nicht das Kamerateam dabei? Nein, ich glaube, einmal in der Woche ist ein Arzt gekommen, der geht die wegen. Ich weiss nicht, was dort redet, das verratet es nicht. Also in dieser Staffel hat es nicht verraten, ich sehe. Und die einen wird abbrechen, weil sie einfach zu dünn sind, wie sie ihre Gesundheit gefährdet. Ja. Und die einen kommt den Fischerhaken, will den Fisch rausziehen und dort den Fingerhaken, da geht jeder den Daumen sehen und sie bringt ihn einfach 20 Stunden nicht mehr raus. Das ist grässlich zum Anschauen. Ja. Und eben so, total trivialem scheitern denn die. Also, trivial. Eben, ich würde mir da nichts einbilden. Ich würde gerne mitmachen, so etwas, da wüsste ich, da würde ich untergehen. Ja, es ist interessant, dass man die Breite gerade lebt. Jetzt sitzen wir da eben in Pasadena da und haben da schönste Klima, 23 Grad und so. Aber wenn die ganze Technologie, der Fortschritt nicht wäre, in unseren Breitengraden zu leben, wäre ja ein super hartes Unterfangen eigentlich schon. Ja. Oder? Also, oder? Also gut, mit dem Bauernhöfer kann, wir können dann Vorräte einfangen, aber bevor, ohne Bauern, sage ich mal. Ja, ich denke noch vorher, noch bevor man sesshaft geworden ist. Das ist brutal. Da bist du jeden Tag einfach nur auf Futtersuche, damit du am Abend zu essen kannst. Oder? Und die Erfindung der Landwirtschaft hat den Arbeitskräften freigegeben. Die Leute können anfangen flechten, Werkzeug bauen. Eben, das ist ein, ja, ein frei. Und dann bist du wieder bei Nutztier, oder? Dann hat man mal angefangen zu häkeln. Warum soll ich das Reh jagen? Oder das, wenn oder immer das neu Knur, kommen. Was auch immer. Ja. Nein, wenn ich es mir auch könnte einzäunen und dann habe ich meine eigenen. Züchten, es kommen immer neue. Genau. Ja.
Und so ist, das, ist man sesshaft geworden und hat sich das vereinfacht. Und da bin ich dann eben wieder, als jetzt in der Grosstiermedizin, denke ich auch, also ich bin auf jeden Fall, ich bin auch ein Fleischesser und ich esse sehr gerne Fleisch, aber ich habe ja Schaf noch eigene und esse vor allem das Schaffleisch. Und ich finde schon, wenn man Tiere haltet, muss man es wirklich möglichst, nicht nur am Gesetz, am Buchstaben treu, sondern wirklich möglichst am Tier gerecht halten, dass man mit gutem Gewissen über das Fleisch dann essen oder halt Milch trinken. Es geht ja um, nicht einmal, wenn man das Tier tötet, es geht gar nicht um die Kuh, die man tötet, wo man die Milch davon nimmt. Aber die bringt jedes Jahr ein Kalb und das Kalb kommt auch wieder in den Kälbermast und wird tötet. Also wir, sagen wir, die Vegetarier, die dann Milchprodukte zu sich nehmen und sagen, ich esse kein Fleisch wegen dem armen Tier, das getötet wird. Das ist ja nur eine Folge von dem Tier, das Milch geben muss und für das muss das Tier auf die Welt bringen. Ich habe eine Weile lang kein Fleisch gegessen. Dann hat mir der Erwin Kessler, der ist leider verstorben, von der Freiburger Tierfabrik gesagt, ob du kein Fleisch isst, ob du Fleisch isst oder Tier trinkst, ist vom Qualfaktor her etwas Identisches, meint er. Und dann habe ich wieder angefangen, Fleisch essen. Jetzt verzichtet fast das ganze Tierprodukt. Kommt wirklich aufs Gleiche raus. Ich finde, man sollte viel bewusster und wirklich schauen, wo kommt das Fleisch her. Aber das hast du hast deine Geister und deine Chef, das hast du gern. Und trotzdem kannst du die töten und essen. Du hast dich selber töten. Ich bringe es zum Metzger ungern. Absolut ungern. Ich gehe nicht gerne mit meinem Tier zum Metzger, aber ich gehe her mit dem Tier, bis du willst getötet Eiweiß. Wird. Du brauchst Eiweiß. Also du willst Fleisch essen. Aber das ist schon die fairste Art, wenn man, sag mal, eben dem Tier selber Sorge hat, dann mit den Augen schaut. Ja. Ich weiss noch, es gibt einen Aikido-Grossmeister, der heisst Koichi Dohai oder so. Der hat so ein kleines Büchlein geschrieben und der hat gesagt, das ist doch ein Ausrede für mich. Es ist okay zum Fleisch essen. Du musst einfach wissen, in dem Moment, wo du Fleisch isst, übernimmst du Verantwortung, ein sinnvolles Leben zu gestalten, weil du jemand anderem das Leben genommen hast. Wächst deine Verantwortung, sinnvoll zu leben. Dein eigenes Leben dann quasi sinnvoller. Damit du das kannst rechtfertigen, dass du ein Leben wegnimmst. Und mit dem mogle ich mich jetzt durch meinen Fleischfraß durch. Finde ich noch einen guten Gedanken. Ich denke aber, weißt, ich bin wieder manchmal mehr auf dem natürlichen Trip. Ich sage dann einfach, du, das Leben ist fressen und gefressen werden. Und Katze fragt die Maus auch nicht zuerst, ob sie sie töten darf. Ja. Eben klar, ich muss mich jetzt auch nicht mit Katze vergleichen. Vielleicht sind wir ein höheres Lebewesen als Tier. Aber ja, finde ich auch ein bisschen arrogant irgendwo. Also es hat sich halt über die Jahrtausende so entwickelt. Aber schlussendlich, nur weil wir uns jetzt weiterentwickelt haben, heisst das ja nicht, dass wir nicht die Bedürfnisse, jetzt sagen wir mal, nach Eiweiß nicht decken dürfen, weil man dann ein Tier tötet. Also, und unsere Weiterentwicklung ist vor allem durch Hirn entstanden, oder? Dass wir grösseres Hirn haben. Darum haben das wie Frauen Probleme. Darum sind Kinder so lange unselbstständig, weil nach 9 Monaten muss es raus. Obwohl es eigentlich gar noch nicht lebensfähig ist, so richtig. Nur so knapp lebensfähig. Ja. Eine Katze ist nach ein paar Wochen rennt das umeinander wie nichts. Ein Kind liegt noch ein Jahr lang sinnlos umeinander. Oder? Und das ist der Grund, dass anscheinend dass das Kind aus dem Mutterleib rauskommen muss, bevor es zu gross ist und die Mutter tötet. Oder geboren werden. Genau. Ja. Das ist der letzte Moment, solange wie es umgeht. Und das gibt uns den Vorteil vom grossen Hirn, wo es Möglichkeiten gibt vom Instrument und so weiter. Und das hat sich evolutionär einfach sehr gut durchsetzen. Aber was wir jetzt erleben, ist ja nur ein Zwischenresultat. Wenn wir denken, dass, glaube ich, Bienen oder Wespen seit 150 Millionen Jahren genetisch praktisch unverändert auf dieser Erde existieren, muss man schon fragen, dass wir als Krone der Schöpfung, in Anführungszeichen, ob wir da wirklich so eine grosse Erfindung sind. Das muss die Zeit noch zeigen, weil wenn wir die Fähigkeit haben zur Selbstdestruktion und unsere Zivilisation selber vernichtet, wie man findet, Putin ist neuer Hitler und dem gönnen wir jetzt keinen Sieg. Wenn wir so wirklich so dumm unterwegs sind, trotz unserer angeblichen Intelligenz, dann ist das unsere sogenannte Fortentwicklung oder Weiterentwicklung ist ja relativ. Es könnte auch eine evolutionäre Sackgasse sein. Und die Insektenwelt wird sich weiterhin als dominante Tierart durchsetzen. Ja, genau. Ja, als dominante, aber sie werden überleben. Ob sie dominant sind oder nicht, Nicht dominant, genau. Aber Art erhalten. Als das, also, was die Erde prägt. Sind vielleicht auch angepasster oder weniger verletzlich oder was auch immer. Genau. Weder der Mensch. Weil so hochentwickelt wie der Mensch ist er halt auch verletzlicher und auch unfähiger. Das ist wie im Beruf selber. Die Fachidioten sind doch oft auch nicht mehr fähig, nur einen Nagel in den Nagel zu schlagen.
sind aber höchst entwickelt, hochintelligent, was auch immer, aber für gewisse Sachen nicht mehr fähig. Und so ist der Mensch per se wahrscheinlich auch. In der Natur gesehen, im gesamten Weltgeschehen gesehen, ist der Mensch so entwickelt, dass er mit ganz natürlichen Sachen eigentlich gar nicht mehr zu Schlag kommt. Ich war auf dem Campus von Google, oder Googleplex da in Silicon Valley. Da gehst du hin und du siehst optisch alles Loser. Irgendwelche Hoodies, so Ende 20, die eine aus Indien, die andere aus Amerika, die andere sicher einfach so bunt. Aber alles so Nerds, so flachbrüstig und einfach irgendwie so, einfach so komische Sachen. Und du weißt, vor 200 Jahren wären die verhungert. Aber jetzt mit ihrer hohen Expertise, super Programmierer, sind sie quasi die Krone der Schöpfung, gemäß dem heutigen Stand. Aber die werden in einer früheren Zeit wäre das die Loser gewesen, der wäre der Zimmermann oder wer auch immer, der beste Bauer, sag ich mal, hätte dann das Rennen gemacht bei der Dorfschönheit. Oder, und ja, heute oder sind eben bei einem Tag alone draußen, oder? Und nach einem Tag. Also, genau. Das ist faszinierend, wie, eben wenn man nur schon sich das Gedankenexperiment macht, dass der Strom nachhaltig ausfallen würde, dann funktioniert da keine Tankstelle mehr. Dann verstehst du nichts mehr. Das wäre mal ein Film. Wer überlebt denn am längsten noch? Wie lange geht es, wenn wir wirklich einfach auf der ganzen Welt keinen Strom mehr hätten? Ohne Internet, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Da würden wahrscheinlich innerhalb von Monaten würden hunderte Millionen sterben. Ja. Einfach verhungern. Vermutlich, ja. Weil die Lieferketten komplett zusammenbrechen, Traktoren können nicht mehr geflickt werden. Und die grossen Städte betrieben werden, weil du Strom brauchst am Schluss. Ja. Dann gäbe es dann so die Landflucht oder die Stadtflucht. Oder was sagt man denn dem? Ja, der Städter gehen dann ins Land raus. Der Pol Pot hat, glaube ich, etwa 2-3 Millionen Kambodschaner oder Khmer auf dem Gewissen. Weil dort die, anders als der Hitler oder Stalin, hätte die aktiv umgebracht, sondern er hat es einfach aus der Stadt rausgetrieben und verhungern lassen. Einfach, er hat gesagt, Stadtleben, das sei vulgär. Und er quasi die dann einfach, auch er selber war ein Lehrer gewesen, in Paris ausgebildet, aber er hat gefunden, alles Elitäre und Bildung hat dazugehört, das gehört ausgemerzt. Und dann hat er quasi die ganze Stadt gerühmt. Und die Leute sind dann aufs Land gegangen und sind einfach alle verhungert. Okay. Ja, obwohl ja, sage ich mal, Kambodscha oder Thailand, die Gegend ist ja eigentlich sehr fruchtbar. Aber auch dort, wenn du einfach von heute auf morgen musst aus der Stadt raus, du kannst das einfach dann nicht. Bist du am Verhungern. Also, ja, und das wäre bei uns wahrscheinlich noch schlimmer, weil wir da noch weniger fruchtbar sind, fruchtbares Klima haben und noch kälter haben. Also da im Winter. Im Winter draußen ist da nicht mehr so gemütlich. Oder? Ja, da weißt du, wer würde überleben. Mhm. Man könnte noch von dem leben, was man hat, aber ja, das ist hoffentlich ein Experiment, das wir nie erfahren. Auf dem Land draußen würden wahrscheinlich noch die ganzen Höfe plündern, bis dann selber alles weg ist, oder? Genau, Anarchie, Mad Max, ja. Stimmung. Ja. Solange man noch Benzin hat. Ja, das ist die Arroganz vom Mensch, oder? Wir sind da eingebettet, wir haben die Krone der Schöpfung. Wir stehen am Ende alle auf. Das heisst doch da, Standing on the Shoulders of Giants. Unser Fortschritt ist ja nur möglich, weil wir auf den Schultern von Riesen stehen. Das heisst, unsere Vorgängergenerationen haben Ideen gehabt, haben Sachen entwickelt und dank der Sprache und dem Schreiben und eben am mündlichen Überliefern haben wir können das in unserer Kultur weiter transportieren und immer auf dem Wissen von unseren Vorgängern Gesellschaften aufbauen. Und wir haben bei Corona einfach das gelernt, wir dürfen nicht zu arrogant sein und meinen, wir sagen dann Leute vom Mittelalter weit voraus. Weil wir da quasi die Aufklärung durchgemacht haben, weil wir selber haben die Aufklärung nicht durchgemacht. Das ist vor 200 Jahren, 300 Jahren durchgemacht worden und nachher quasi indirekt unsere kulturelle DNA reingebracht worden. Mhm. Und wenn wir das verloren lassen gehen, durch die Fnüssel oder durch das Wetter oder durch irgendeinen Mist, dann merkt man plötzlich, oder besser gesagt, man merkt, wie schnell so etwas wieder verloren gehen kann. Wenn einfach nur die falschen Leute an der falschen Stelle die falschen Sachen entscheiden und alle mitlaufen. Ja, genau. Ja, Aufklärung ist etwas, wo man sich immer wieder neu erarbeiten muss. Ja, eben, also nicht eben, Corona-Zeit ist eins, aber das kann ich jetzt auch bei der Hundezucht, ist genau dasselbe auch. Also was man in der Hundezucht, Katzen auch, dasselbe, Viehzucht, dasselbe, der Mensch, tut seine Fähigkeiten, die er eben über die Jahre, Jahrhunderte auf den anderen von vorher aufbaut, noch weiterentwickeln. Und es hat so kein Ende. Oder? Also die Hundezucht oder die Rassenzucht oder von den extremen Kühen, wo Milchleistung von 50 Liter am Tag, das hat so wie kein Ende. Es hört nicht auf nach oben. Mhm. Und das ist auch eben mein tägliches Business, wo ich mich muss damit
also Krankheiten therapieren, die durch das entstanden sind, die der Mensch quasi verbockt hat. Das ist gerade um Gewinnmaximierung, oder? Ja klar, es geht ja nicht darum, dass ich Krankheiten therapiere, die die Tiere, sagen wir so, in der Natur hätten, sondern wo ich therapiere, weil das Tier diese Leistung muss bringen muss. Und irgendein Organ, wie es bei der Kuh ein Euter oder bei der Sau vielleicht Gelenk, weil sie schwer wird einfach für das, was sie auf ihren Beinen mag heben und so, muss man therapieren, weil der Mensch da einfach überbordet mit dieser Zucht. Ja, das, egal in welcher, da kannst du in allen Sparten schauen. Aber ich sehe es natürlich eben bei den Tieren. Ich sehe es speziell jetzt bei den Nutztieren. Bei den Hunden und Katzen ist es für mich ja nur ein Hobby. Und dort versuche ich es ja persönlich in unserer Zucht, bei unserer Rasse, versuche ich ja gerade eben da ein bisschen moderater zu sein und keine extrem zu züchten. Klar ist der Windhund, wenn er so schmalwinder ist und so dünn, ist er vielleicht auch ein bisschen extreme Form. Aber er ist ein funktionaler Hund immer noch. Und von der Genetik her versuchen wir auch, den Genpool zu erweitern. Wir nehmen jetzt sogar zum Beispiel Ursprungsrassen wieder in die Rasse ein, damit der Genpool erweitert wird. Also ich versuche, das Ganze gesund zu erhalten und eben normal oder moderat und nicht Extremes herzuzüchten. Und das finde ich, ist wichtig in der Tierhaltung, Tierzucht, der Umgang mit den Tieren. Alles irgendwo nicht so ins Extreme. Also alles, was extrem ist, ist doch irgendwie nicht gesund. Genau. Manchmal muss man Sachen radikal behandeln. Oder sagen wir mal, eben bei Corona haben wir gemerkt, wir müssen wirklich radikal wieder zurück zu den Grundrechten finden und so weiter. Aber das Extreme ist wirklich eigentlich immer da, was Gift über die Erde gegossen hat. Ja, ich finde das bei Corona radikal. Da hat man sich ja eigentlich nur so gewehrt, wie man selber auch unterdrückt worden ist. Mit friedlichen Mitteln, ja. Ja klar, und das ist ja nicht... so extrem ist. Oder ich habe das nicht als extrem empfunden. Eben eher radikal, einfach grundsätzlich, wir haben uns berufen, zurück, back to the roots. Ja, so ja, ja, genau. Radikal. Genau. Aber extrem ist etwas anderes. Extrem ist wirklich das Gift. Ja, genau. Ja, das ist schon nicht das Gleiche. Der Mensch neigt dazu. Radikal und extrem ist nicht das Gleiche, das stimmt. Wir haben immer das Gefühl, wenn etwas gut ist, sei es noch besser, wenn man es noch extremer macht. Ja, genau. Aber dann haben die Hedonisten, glaube ich, in Griechenland schon entdeckt, ich weiß nicht, ob das nur so hören sagen gehört. Hedonismus heisst ja quasi eine Lustmaximierung. Und Lustmaximierung heisst aber nicht einfach maximal viel Drogen nehmen, maximal viel saufen, maximal viel Sex, sondern sie sagen, dass das wird quasi zu einer Abstumpfung führen. Das heisst, der Trick ist eben, dort mal ein Gläschen Wein, dort mal ein bisschen Sex und dort mal ein bisschen das. Also immer nur so viel machen, dass einem nicht verleidet. Und trotzdem Spass macht. Damit man schnell auch wieder Spass hat. Quasi gemäßigt. Hedonismus ist nicht das Extrem. Hedonismus eben, heisst eigentlich genau, moderat. Das ist maximal geniessen, in dem, dass man es optimal gestaltet. Ja. Und das, wie der maximale Genuss der führt ja zur Sucht und dann auch zum Gegenteil von Genuss. In Abhängigkeit, in Traurigkeit, in Verlust, oder von der Gesundheit, von der Liebsten und so weiter. Und da ist der wichtige Unterschied von radikal und extrem. Genau. Radikal finde ich durchaus gut. Ich kann mir jetzt die zwei Wörter noch nie so extrem aus, aber stimmt genau, radikal. Radikal ist Wurzel, von der Wurzel her, oder? Genau. Also wir nennen jetzt gerade unser Zuchtprojekt, das wir haben, wo wir eben wieder eine von der Ursprungsrassen, wieder unsere Rasse gezüchtet haben, habe ich eben genannt, Back to the Roots. Das ist genau super, da. Passt, und der Wurf heisst jetzt Reset, so und so. Also die Hündchen. The Great Reset. Nein, nur Reset, das einfach so auf Null setzen, oder? Dass man quasi wie wieder von unten anfängt, die Rasse wie nochmal neu generieren, um mehr Genetik zu kriegen. Und das ist auch so ein Grundsatz für mich. Also eben Back to the Roots. Und das, ja, finde ich, macht wirklich einen Sinn. Und das, der Unterschied radikal und extrem, das habe ich mir jetzt noch nie so, wie du das gerade dargelegt hast. Gut, das ist eine Interpretationsfrage natürlich, aber ich tue mir so zwei. Ich finde, ja, radikales Verhalten ist oft angemessen ist, wenn, und richtig. Wenn du eben auf die Wurzeln des Wort gehst, dann ist das eben so gut begründet, oder? Finde ich. Ja, der Mensch eben neigt halt dazu, dass er noch etwas entdeckt, also dass alle, das ist ja faszinierend bei der Musik, oder wenn du hast ein Genre, hast ein Subgenre, und ja, von Subgenre nochmal ein Subgenre, oder das ist ja ein endloses, der Mensch hat die Fähigkeit, oder und Natur eigentlich generell ja auch, wenn du siehst, wie die Wälder sich ausbreitet, wie die Schmerzgrenzen, sag ich mal, wo hören Bäume aufwachsen, bei 1800 Meter oder so die meisten. Da gibt es gewisse Baumarten, die noch ein bisschen höher raufkommen als die anderen. Und so findet jeder Baum seine Nische, sag ich mal. Und Natur probiert das eigentlich immer,
der Dawkins jetzt schon gesagt hat, die Natur ist immer erst zufrieden, wenn es Leiden einsetzt. Wenn es wehtut, ja. Ja, genau. Wenn es Leiden, ja. Wenn es sagen alle in Saus und Braus leben, wäre ja gut, aber die Natur tut von sich aus die Ränder austesten, genau. Wo das Leiden kommt. Weil es eben Leben will leben. Und jede Spezies, jeder Baum, jeder Hund, jeder Mensch wird leben und sich fortpflanzen grundsätzlich. Und durch das werden eben die Ränder, die kaum mehr bewohnbar sind, von der Arktis bis der Antarktis oder Sahelzonen und so weiter, wird vom Mensch oder auch, wenn es möglich ist, von Vegetation besiedelt. Oder? Mhm. Und findet dann so seine Nische, weil eben quasi jemand hat bei einem gewissen Stickstoffgehalt noch, die Pflanze kann noch überleben, ein anderes und nicht. Sie passt sich dann dort einfach an, oder? Genau, und das ist das, was der Mensch nicht ausmacht. Das stimmt mir eigentlich auch, wie gewisse Völker dann eben solche Extreme, so in Sibirien oder so, so. Mhm. Auf so Höfen, im widrigsten Umständen, fast Permafrost haben, ja, widrigste Umstände, wo die Wäsche eingefriert, wenn sie aufhängst zum Trocknen. Denkst du auch, wie können die Leute dort wohnen? Wie wollen sie dort wohnen? Haben wahrscheinlich andere Vorteile, dass dort der Teich ist nie leer gefischt dort, oder genau. Der See. Weil fast niemand dort wohnt, hast du wenig und müssen auch nichts anderes, wenn sie jeden Tag fischen. Sie haben da gar keinen anderen Job. Ja. Es geht nur um Futtersuche, so wie eigentlich früher vielleicht auch in unserem Breitengrad einmal war. Aber heute haben wir uns eben unser Gärtchen, unsere Tiere hergeholt, sodass andere Leute von dem auch profitieren können und einen anderen Job machen können. Eben, und Natur tut sich spezialisieren in alle Nischen. Aber wenn wir als Menschen jetzt eben auch Hundezüchten angehen, wo eben quasi wirklich einfach Qualzucht endet, dann ist es einfach irgendwie, ist wieder die Natur per Definition. Die Natur, die so etwas nicht hervorbringen, und man dort dann quasi, wie man einen Bonsai-Baum stutzen, weil ich immer nie ganz das Philosophie verstanden habe, ich bin kein Japaner, ich muss es auch nicht. Ich habe nie die Freude entdeckt am Bonsai-Baum. Mir hat es immer leid tun, wenn man sie immer dort, wo es wachsen, immer zurückstutzt. Ich habe, weil ich Karate-Kitze gut gefunden habe, habe ich einen wollen. Ich habe zum Geburtstag einen Bonsai-Baum geschenkt bekommen, da war ich 18. Dann hat er immer schön gegossen, wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall bin ich mal eine Woche auf London und als ich zurückgekommen bin, ist das Stämmchen in der Mitte gespalten gewesen. Okay. Und dann wusste ich einfach einen grünen Daumen. Ich muss das einfach vergessen. Seitdem habe ich nur noch im Garten, was automatisch wachsen. Das ist wirklich die Hölle mit mir. Also ich kann nicht mit der Natur. Du bist aber ein anders unterwegs. Aber ich bin ja relativ natürlich unterwegs. Und bei uns wuchert es vor allem von außen recht gut. Auch im Garten, Gemüsegarten und so. Aber im Haus haben wir auch nicht viel Pflanzen. Da muss ja abgepflegt werden. Im Garten ist mir etwas Unvorstellbares. Du musst die Schnecken vergiften oder einsammeln oder verschneiden. Und da hört es mir schon auf. Da habe ich schon keine Lust mehr. Ja, klar, man hat jedem seine Sache. Also für mich ist es noch relativ wichtig, dass ich von eben gesund leben, aber auch weiss, woher das Zeug herkommt. Und darum habe ich eine Haufen Sachen im Garten. Und ja, klar muss man dann ein bisschen pflegen, ein bisschen jäten, aber man findet da schon auch gewisse Wege. Wir tun jetzt nicht so viel jetten, bei uns wächst einerseits jetten, andererseits, also unser Garten sieht relativ wild aus, gibt aber sehr viel her. Aber wir machen auch mit Massnahmen, oder wir tun zum Beispiel den Rasenabschnitt, wo wir mähen rundherum, tun wir halt im Garten überall verteilen, dann wächst auch kein Jette. Dann musst du aber nicht jetten, dann rührst du einfach das Gras an, auf der Erde. Gras aufs Gras? Nein, auf der Erde, oder? Im Garten, im Gemüsegarten. Hast du überall Erde, wo dann jetzt rauswachsen. Ah, jetzt kein Licht. Ja, kein Licht, und dann nicht aufwachsen. Wachst schon auch, aber lange nicht so intensiv. Aber ich habe den Aufwand nie verstanden. Du hast ewig lang Schnecken vergiftet und Zeug gemacht. Und am Schluss bekommst du einen Eisbergsalat, den du für 99 Grad beim Aldi überkommst. Ich habe nie ganz verstanden, den Aufwand zu betreiben. Aber ich bin jetzt wirklich kein Naturmensch da drüben. Du findest ja den Eisbergsalat aus dem Garten ist einfach besser. Ja. Nein, ich weiß es nicht, ob er besser ist. Doch, ich finde schon. Also unser Salat schmeckt wirklich recht gut. Gekaufter Salat schmeckt teilweise auch gut, ist okay. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Salat auf den grossen Feldern sicher auch alle gespritzt werden. Dann werden die Schneckenkörner gestreut etc. Und das versuche ich natürlich auch zu vermeiden. Indem dass ich meine eigenen wegen mir. Also wir müssen auch Schnecken sterben, ich das eben verhauen. Aber ich muss keine Gift in die Umwelt streuen. Und zum Beispiel jetzt das mit den Schneckenkörnern. Gehst du mit der Schere in den Garten oder Schnecken halbieren? Ja. Wie schnell sterben die? Weiß nicht. Ist brutal, oder? Ja. Tut es mir nicht leid. Manchmal schon, doch. Aber wenn er vergiftet wird vom Schneckenkorn. Das ist noch schlimmer. Ja, oder? Also, lieber dann gibt es eine Variante, Teile. Zum Beispiel Salz auf den Schneck streuen, dann kehrt es so völlig. Oder dann kannst du
so einen Bierhumpen aufstellen, wo es dann reingehauen und versuchen. Es gibt einen Haufen Varianten. Ich meine, wenn du willst, dass du das Gemüse noch selber essen kannst und nicht am Morgen gegessen ist, dann musst du die Schnecke einfach irgendwie... Eine Schnecke. Kannst du noch einsammeln und wegtun. Für die Schnecke walzen. Wenn ich es wegtue auf dem Nachbars im Acker, dann tut es der wieder mit den Schneckenkörnern. Also es kommt auf Eis raus irgendwie. Ja, es ist ein Konkurrenzkampf zwischen mir und der Schnecke. Schnecke-Guillotine. Der Guillotine ist entwickelt worden. Der Chair, den ich mache. Ja, aber ich weiss, ob das für Schnecks ein passendes Mittel ist. Beim Menschen ist das sofort vierabig. Bei einer Schnecke bin ich nicht sicher. Da weiss man doch gar nicht, beim Menschen, wie schnell vierabig ist. Ob der Kopf, der abgeht, ob der noch etwas mitkriegt, weiss ich gar nicht. Jetzt kommen wir in den Horrorfilmbereich. Danke für den wunderbaren Gedanken für den Heimweg. Nein, man weiss es doch nicht, oder? Also, das ist meine Überlegung. Etwas. Keine Ahnung. Ja, sicher sieht er noch etwas. Das Hirn tut doch noch. Ja. Bring ein Kind heim ins Bett jetzt, das ist Zeit zum Schlafen. Haben wir gar nicht überlegt. Er denkt, wenn der Kopf gerollt ist, ist es fertig. Aber bei den Hühnern rennt das Huhn auch um. Wieso mit dem Menschen nicht? Gell? Eben. Gut, das Huhn rennt aus anderen Gründen herum. Ja, das sind Nerven. Teil ohne Hirn noch um. Ja, logisch, ohne Kopf. Dann sind aber Nerven, der Kopf dort nicht. Er sieht noch das Huhn rumrennen. Wer weiß? Ich weiß es nicht, aber. Denkst du, ciao, schöne Reise. Keine Ahnung. Ja. Bis der Tod uns scheidet. Sagt der Kopf zum Körper. Nein, man weiß es nicht, oder? Also ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da Studien dazu, die kenne ich nicht. Mm. Ja. Und wie es ein Schneck empfindet, weiß ich auch nicht. Ich würde zum Schneck nicht so viel Gefühl zusprechen. Ja. Aber auch da wieder, ich meine, der Igel frisst auch Schnecken, dann muss er auch sterben. Mm. Aber eben, was ich eigentlich vorher noch sagen wollte, mit diesen vielen Schneckenkörnern, dann habe ich dann auch noch, wenn ich den Salat esse, der mit Schneckenkörnern geschützt worden ist auf dem grossen Feld, dann habe ich vielleicht auch noch ein paar Igel auf dem Gewissen. Mhm. Weil die Igel dann noch die Schnecken fressen, die vergiftet worden sind. Mit dem im Garten vielleicht. Ja, also da bin ich sicher, dass der vergiftet worden ist. Also in aller Freundschaft kann ich sagen, ich wünsche dir einen schnellen Tod. Ja. Oder einen begleiteten. Was auch immer, ich weiß es nicht. Was, ja. Also ich glaube, das weiß man ja zum Glück nicht voraus. Aber. Ja, also wenn ich 80 bin, wenn ich jemals eine Todesdiagnose sollte haben, dann bin ich dann im Dauer-LSD-Zustand, glaube ich. Okay. Das muss ja ganz speziell sein. Es gibt gute Doku, jetzt einen Namen vergessen, auf Netflix, wo es Leute, die Krebs haben, im Endstadium LSD geben, zum Todesangst nehmen. Mhm. Ich glaube, das funktioniert, ja. Aber schöner ist, kein Krebs überkommen. Gesund leben. Ja. Und hoffen. Genau. Einfach etwas. Wie lange sind wir dran? Ist es zu früh zum Aufhören? Keine Ahnung. Du kommst eh wieder mal, wenn du Lust hast, oder? Ist es so schlimm gewesen? Du hast recht, wir müssen überreden, dass du kommst. Ja. Genau. Ist nicht so schlimm gewesen, oder? Nein, ist nicht so schlimm gewesen. Kommst du wieder mal, wenn ich will? Ja, mal schauen. Mal schauen. Wenn es das Thema gibt. Oder wenn man irgendetwas kann bequatschen kann. Ja. Jetzt sind wir halt recht eine breite Tour gemacht. Ich werde noch viel tiefer reingehen in die einzelnen. Ja, ja, eben. Also, ich meine, im Nutztierbereich gibt es sicher auch noch einen Haufen Sachen. Oder im medizinischen Bereich. Ja, sicher gibt es einen Haufen Themen. Mhm. Ich muss überraschen, wenn wir nächstes Mal reden. Du musst dann noch gerade heimkommen und Eis trinken. Hey? Ja. Dann danke vielmals fürs Zuschalten. Und in einer eineinhalb Stunde geht es schon wieder weiter bei mir. Okay. Ja, super gewesen, danke. Ja, ich danke dir. Bis zum nächsten Waldspaziergang. Ja, genau. Danke fürs Einschalten. Ciao miteinander.